So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Die drei Raser von der Autobahn oder von der Landstraße. Rum, 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 rum. 70, was haben wir auf dem Tacho? 90. Nein, ich komme auf 87. 88. 89. 90. Yeah! Ich will einen Keks. Willst du ein Kind? Komm mal. Keks, Walter. Nicht Kind. Keks haben. Wenn er ein Kind hat, hat er keine Kekse mehr, weil das Kind die ganzen Kekse mampft. Außer ich habe ein Keksekind, dann backt es die ganze Zeit Kekse. Tja, bis dahin muss aber ein bisschen puzzeln. Ja, das könnte das sein. Das heißt, es backt erstmal Kekse, ja? Schokokekse. Mecken, du. Ja, Papa, rausschneiden. Wie saß dir? Also die keksigen Folgen, die müssen definitiv raus. Die müssen raus, wenn ich da FSK 18 dran pappen muss. Guns N' Roses im Hintergrund, es läuft! Ich könnte mein Radio jetzt auch ein bisschen lauter machen, weil ich ja jetzt nicht mehr aufnehme. Okay. Also zum einen, Cedric findet die Schwester des Kumpels ekelig. Ja. Wow. Zum zweiten, Blitzer. Benny, du kannst die Schwester des Kumpels von Cedric haben, die kann nämlich backen. Damit wäre dein Keksevorrat schon mal gedeckt. Yes, Cookies. Wir müssen gleich abbiegen. Jo. Jo. Aber was ist, wenn ich die nicht will? Willst du Kekse oder willst du keine Kekse? Ja, ich will schon Kekse, aber nicht so junge Kekse. Ja, 15, du 18, ist doch in Ordnung. Ah, nee, das geht über das geht unter meine Prinzipien. Bin ich jetzt geht gar nicht klar. Aber das muss ja jeder selber wissen. Und sie ist meistens ein paar Jahre jünger als er. Nein, bei mir ist nicht. Geo! Ist gut. Ey, wir müssen. Ah, ja, das hat sich Geo gerade auch gedacht. Und hat sich fast auf die Fresse gelegt. Alles gut. Ich hab nichts gesehen. Ich glaube, das muss ich irgendwie da rausschneiden. Best of. Da verschlüsselt der Geo direkt. Aber nicht abkratzen hier, wir brauchen dich noch, sonst wird's langweilig. Ja. Merkt das gerade schon hier. Nee, mit der ich zurzeit viel aktiv bin, die ist ein bisschen älter als ich. Die ist mit ihren 52 Jahren. Was? 52? 22. Dacht schon. Ah, bist du Kacke? Ist euch was passiert da hinten? Nein. Nö, ich hatte mehr als genug Sicherheitsabstand. Ich dachte, okay. Dann jetzt schmeißt's ihn. Du warst verdächtig weit auf einer Seite am Rollen. Aber 0% an beiden Fahrzeugen. Ja, schon klar, aber ich sage dir, wenn du mit deinem Arsch jetzt von Lennis mit dem Arsch von Link auf die rechte Arschbacke gewippt wärst, hättest du da gelegen. Ja. Hättest was zu lachen gehabt, ne, Waldi? Du hättest deinen Namen weg gehabt, Taishi 2. Ich hab gerade was verpennt. Und das Schlimme ist, es ist auf Video. Alles unter Beweisverschluss. Sorry. Überfallen einer Lootenampel. Ist mir egal. Leck mich am Arsch mit einer scheiß roten Baustellenampel. Ich war. Die können mich mal.
Kann ich um den Hals wickeln. Ich kann die Dinger selber programmieren, also kann ich da auch bei Rot drüber fahren. Punkt. Ja, da musst du eine Funkfernbedienung programmieren, hat die immer grün stehen für dich. Ja, ein leichtes. Die sind noch meistens per Funk geschaltet. Ich will ja nichts sagen, aber der Geo, der fährt sich heute ganz schön hier an zurecht, der wird müde langsam. Ja, ich bin schon müde, merkt man's? Ja. Das ist gut. Naja. Oh, ich hab einen Krampf im Oberschenkel. Oh. Da steht einer auf Frauen mit Erfahrung, sagt Cedric. Was meint er jetzt mich? Dann. Nur weil die 22 ist, heißt das nicht, dass sie viel Erfahrung hat. Muss man jetzt dazu mal sagen. Naja, gut. Was lachst du so? Nur weil das alle so stille Dinger sind wie ich, die sich im Kämmerlein verkrümeln. Und mit 27 Grad. Naja, lassen wir das Thema. So, jetzt hier mal ein bisschen Piano, Hafengebiet. Jo. Mit zu Piano, bitte. Erster Haufen halt in Esbjerg. Jupp, hab ich auch. Ach. Ich bin Tourist. Geil, 16 von 26. Ich hab alle Städte. Wirklich alle. Ich muss aber auch sagen, ich habe ganz schön Zahn gefahren gerade. Das haben wir wohl gemerkt. Echt? Yep. Nein, weißt, wir tun nur so. Muss mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Ah, hier kannst du noch gerade, hier kannst du noch drüber fahren oder Gelände. Das ist auf Schiff gleich. Wieder. Hinten ist das Schiff. Oh, so, erstmal einfahren lassen. So. Das für uns hinten durch schön stinkt. Das musst du in den Schiffsdiesel hämmern, da sind wir schon da drüben. Da machst du Schwupp und Fliegen rüber. Was hat sie so erzählt, Cedric? Flieg, Butterfly. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Es gibt nur eine Station. Sagt euch Cosplay etwas? So, wirst du stehen bleiben, sonst machst du gleich Bums. Das ist eine ganz kurze... Ja, Ecke. Deswegen warte ich auch drauf, dass du fährst, Geo. Wir können auch alle stehen bleiben und aufeinander warten. Diesmal war ich's nicht. Alles gut. Die Ausfahrt ist insgesamt zu kurz. Wir sind schon auf englischem Gebiet, ist das richtig? Ja. Ja. Oh, ja, scheiße, ich muss erst mal gucken. Ah, englische Straßen hasse ich. Ach, was sind auch nur Straßen? Das ist auch nur der mit weißen Linien bemalt, ne? Ja. Aber den Engländern weiß man nie, was das ist. Aber sagt euch der Name Cosplay was? Ja, schon was von gehört. Kennt ihr Animes, diese japanischen Dinger da? Ja, da gibt's auch als Pornos, ne? Ja, das ist dann Hentai, sag ich. Ich wollte gerade sagen, also Hentai kenne ich auch noch. Boku, aber Pico. Wir haben immer früher sowas wie Schneeflittchen geguckt und so. Nein, das geht nicht. Oder halt die Schweizelmännchen. Bei Schneeflittchen fand ich das geil. Schneewittchen riesengroß, ja. Und der kleine Zwerg geht dahin, packt sein Pimmel aus, nimmt die Luftpumpe und macht das Ding mit der Luftpumpe riesengroß und knallt die Alte durch. Ich hab so gebrüllt hier vor Lachen. FSK 18 Videos. Echt? Ja. Echt, wenn ich hier hochlade, muss ich echt aufpassen. Da muss ich zwei am Tag veröffentlichen. Boku no Pico. Muss mal eingeben. Oder rauspiepsen. Ja, dann wird das bei mir die ganze Zeit nur für die Piep. Ach, die erst Piep, die Henne.
Cedric kriegt gerade einen mittelschweren Ausraster. Cosplay sei gay. Das ist nicht schlimm, wenn das gay ist. Das schreibt in Großbuchstaben. Ja, und? Hey, nix gegen meine Kultur, man. Meine Güte nochmal, was für ein Affens. Nee, das sind ganz, ganz coole Leute. Aber ich muss schon wieder pupsen. Doch. Was hast du gefuttert, leck mich fett, ey. Grünkohl. Der hat zu viel Hentai geguckt. Grünkohl habe ich gefressen. Aber ich stehe auch dazu, dass ich mal schwul war. Wieso war? Was ist das denn? Ja, lange Geschichte. Entweder man ist schwul oder man ist bi oder ich man ist. Ich habe ja gesagt, lange Geschichte. Im Prinzip bin ich bi, ja. Ja, das ist dann hier anderes. Rechts. Sonst fährst du geradeaus ins Wasser. War das so eine scheiß Mauer? Ich meine ja jetzt nur mal so. Man muss das schon mal vernünftig definieren, ne? Ja, eigentlich wie? Ja, also. Dann ist das halt so. Und? Wo ist das Problem? Nirgendwo. Eben, sag ich ja. Ja. Steht auch dazu. Und das sind viele aus der Cosplay-Szene. Einfach weil die offen sind für Sachen, die normale Menschen im Prinzip nicht sind. 80% der Menschheit ist bi und hier gibt's nicht zu. Das genau stimmt. Die, das ist es aber. Aber oder was ich. Weil sie auch Schiss haben, genau vor den Konsequenzen noch. Und dass sie nicht akzeptiert werden, das ist richtig, ja. Und dass sie runtergemacht werden und dass sie. Ja, das ist auch. Das ist ja das Geile an der Cosplay-Szene. Du kannst machen im Prinzip, was du willst. Die stehen hinter dir. Ob sie dich wirklich kennen oder nicht. Das ist ja ein Zusammenhalt in der Gruppe, in der ganzen Szene drinne. Ich meine, als ich das erste Mal eine Messe ging, mit einer Kollegin, Duncan, ja, Uno gespielt, wird überall mitgefuttert und so. Also es ist wirklich geniale Truppe. Ja, wie gesagt, und das ist das Schubladendenken, was die Menschheit hat. Ich bin das und das, ich steck dich in die Schublade, du bist das und das und ich steck dich in die Schublade. Ja. Ums Ende. So, und da wird aber nicht drüber diskutiert. Ich sag immer, jeder soll so leben, wie er will. Es gibt natürlich gewisse Spielregeln, da sollte man sich dran halten. Ja. Und dann ist das völlig okay. Schlimmer finde ich diese ganzen Pedos, die hingehen und sich an kleine Kinder vergreifen und solche Sachen. Weißt du, das kann ich, das verstehe ich gar nicht. Da. Den gehört was abgehackt, ich sag's jetzt nicht. Ja, ja, und das ganz ist scheiße. Klar. Ganz oder die Ratten klar verfüttert. Ja, und das akzeptiere ich nicht. Aber wenn jemand bi oder schwul ist, bitte schön, soll er selber sehen, ne? So. Das muss jeder für sich entscheiden. Sieht das auch so nicht. Ich finde das eine Beklopptheit, so wie Rajax zum Beispiel. Ah, da müsste man ja mit dem Arsch an der Wand lang gehen. Ich sag, hör mal, fickst du auch jede Alte, die du siehst, wenn du über die Straße gehst? Nö. Das ist denn, das macht die Schwulen genauso wenig. Ja. Das muss genauso passen wie bei Männlein und Weiblein. Und immer diese Vorwürfe. Ja, weil das ist immer dieses Schubladendenken. Auch von unserer kompletten Szene, wenn du so denkst. Ich meine, wenn die uns in unseren Outfits sehen, dann denken die, was sind das für Vollidioten? Ach, es gibt so viele Leute. Ich kann mich an St. Clive an so einiges erinnern. Es ist. Ja. Da gibt's die sogenannten Erwachsenenbabys, ne? Ja. Die laufen da rum. Laufen so mit 40, 45, laufen die noch in Pampers rum, weil sie das voll finden. Ich finde das cool. Ja, die finden das cool. Ich finde zwar nicht cool, aber. Ja, ich selber müsste jetzt auch nicht haben, aber ich finde es cool, dass die das machen. Das sind diese sogenannten Fetische. Ja, das sind die, die sich unserer Norm widersetzen. Richtig. Und wenn du dich dieser Norm widersetzt, bist du falsch und bist du doof. Bist du doof. Du bist nie ein Nichts. Das ist halt die Problematik auf unseren Denken. Ja, irgendwann lernt das. Und nur weil auch, ne? Und nur weil man, sag ich mal, schwul, bi oder was auch immer ist, heißt es doch nicht, dass der Mensch dahinter schlecht ist. Das ist so. Klar gibt es auch diese Superkarte, diese Toppen, also die kann ich auch nicht haben. Diese Kerle, die rumrennen. Ne, da krieg ich auch. Sag mal, bist du jetzt nicht gerade falsch gefahren? Nee. Okay. Ich fahr genau den Navi nach. Läuft ja, das ist so gut. Wir hatten, wo wir in Konstanz waren wir zu dritt im Zug.
schon im Cosplay, oder? Ich hatte da blaues Kleid angehabt. Ja, ich habe ein Kleid getragen, nicht so tragisch. Ja, und? Ja, Perücke am Machen. Kommt so eine alte Lady, fragt ernsthaft, was wir hier wollen. Also der hat jetzt wirklich gemeint, wir wechseln das Abteil, damit sie hier in Ruhe sitzen kann. Naja, aber das ist wirklich, das ist wie gesagt dieses Schubladdenken. Ja, na gut, das sind jetzt wirklich gerade die extremen Ausnahmefälle. Ja, aber guck dir die Leute rum, die als Tiere verkleidet rumlaufen, die heißen die noch? Furries. Furries, genau. Und ich habe auch einen Kollegen, der ist Furry. Und der macht sich so geile Kostüme der an Hamburg ja. Auf dem Bahnhof. Ne? Die Leute so, boah, wie geil und so. Boah. Das ist wirklich so, du kriegst teilweise Rückmeldungen, das ist genial. Weil wir machen ja auch relativ viel selber. Na gut. Das ist wirklich so. No. Aber diese Ferries hier sind auch cool. Haben wir auch sehr cool. Und Second Life auch sehr viel gehabt. Haben wir ein paar bei uns. Na gut, was für Ferries auch immer. In der nächsten Folge geht es weiter. Bis dann und tschüss.